Sadio Mane kam im letzten Sommer für 32 Millionen Euro zum FC Bayern und wurde zu der Zeit zu Recht als absoluter Königstransfer gefeiert. Doch nach neun Monaten muss man ehrlicherweise sagen, hat dieser Deal eigentlich keinen Gewinner. Und warum ich das denke, erkläre ich euch in diesem Video. Vorab, ja, natürlich. Mané hatte mitten in der Saison eine Verletzung, die ihn schwer zurückgeworfen hat. Die darf man natürlich nicht vergessen, aber sowohl davor als auch danach konnte Mané nie so wirklich überzeugen. Bedenken muss man dabei, Mané gilt als ein Spieler von Weltklasseformat. Und das ist auch das, woran er sich messen lassen muss. Und trotzdem ist er aktuell beim FC Bayern, was die Flügelposition angeht, hinten in der Hierarchie. Sané und Kuman haben beide die Nase vorne und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das auch so bleiben wird. Wenn dann noch ein Gnabri wieder voll in Form kommen sollte, dann wird es für Mane verdammt schwer, sich auf dem Flügel durchzusetzen. Zwar hat er bei Liverpool gezeigt, dass er besser als jeder der genannten sein kann, aber ob er das auch wirklich nochmal beim FC Bayern wird, fraglich. Er wird in Kürze 31, hat auch einige Jahre sehr harten Kloppfußball hinter sich, nicht unwahrscheinlich, dass er eher weiter abbaut, statt zu seiner alten Liverpool-Form zu finden. Das nächste Problem ist, dass Manet bei den Bayern im Sturm eingeplant werden sollte. Eine Rolle, die er in Liverpool teilweise sehr gut ausgefüllt hat, die bei den Bayern aber komplett fehlgeschlagen ist. Nicht umsonst wird in den Medien fast täglich darüber diskutiert, wer denn der neue Stürmer beim FC Bayern werden könnte. Und es ist ja auch irgendwo bezeichnend, dass Chopo Moting gefühlt der entscheidende Faktor im Sturm des FC Bayern ist. Klar, Chopo ist cool, menschlich und auch als Spieler hat er durchaus was drauf, aber von Weltklasse ist er ehrlicherweise sehr weit entfernt. Aber das soll hier jetzt nicht weitergehen weiter das Thema sein klar ist Manet ist keine Option in der Sturmspitze egal ob als Neuner oder hängende Spitze und auch auf dem Flügel wird er es richtig schwer haben denn während die anderen immer noch das Potenzial mitbringen sogar noch besser zu werden beziehungsweise vielleicht irgendwann auch einfach mal ihre Leistungen konstant abzurufen ist es so dass wir den besten Manet, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster schon gesehen haben und jetzt ist es ja auch so dass Manet bei den Bayern der Topverdiener ist er sollte der Fixpunkt sein und jetzt sieht es danach aus dass er genau das nicht werden wird. Vermutlich auch unter Tuchel nicht. Jetzt kann man aber natürlich auch sagen: 11 Tore und 5 Assists in 30 Pflichtspielen, du meckerst auf sehr hohem Niveau. Ja, so gesehen ist das nicht falsch, aber in den wichtigen Spielen, sei es gegen Barca, Inter, PSG, Dortmund oder Union Berlin, war Manet an nur einem einzigen Tor der Bayern beteiligt. Oft habe ich das Gefühl gehabt, dass Manet ein Fremdkörper im Spiel der Bayern ist. Also gerade, in den, also gerade in den entscheidenden, wichtigen Spielen. Klar, bei den Kantersiegen hat er seine Scorer geliefert, aber wenn es eng wurde, war er halt nicht da. Naja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man nicht die richtige Position für ihn findet, aber ich sag's euch wie es ist, wenn da bis zum Saisonende keine Lösung gefunden wird, kann es schon sein, dass wir hier von einem Missverständnis sprechen werden. Würde mich jedenfalls nicht überraschen, sagen wir mal so. Das Bitterste an der Stelle ist aber vor allem, dass Manet bei Liverpool genau das war, was er bei den Bayern werden sollte. Der Fixpunkt, der gerade schmerzlich von Verein und Fans vermisst wird. Und auch hier lehne ich mich aus dem Fenster. Ich glaube fast eben diese Zeit vermisst Manet wahrscheinlich auch schon. Aber naja, alles in allem würde ich es schon cool finden, wenn Manet bei den Bayern doch noch irgendwie die Kurve kriegt und nochmal die Leistungen zeigt, die wir bei Liverpool so oft gesehen haben. Aber irgendwie befürchte ich, dass das nicht mehr passieren wird. Aber gut, wie steht ihr zu der Thematik? Glaubt ihr, dass Manet bei den Bayern nochmal richtig durchstarten wird? Oder sprechen wir hier wirklich von einem Missverständnis? Ich bin da echt mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zur Bundesliga zu verpassen. In dem Sinne, macht's besser und bleibt am Ball.